Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Titanic Corona Office. Mein Name ist Moritz Hürtgen, ich bin Chefredakteur von Titanic und spreche jetzt zu Ihnen aus dem verwaisten Titanic Büro. Ich bin der Einzige, der hier ist, der auch hier sein darf. Ich wohne hier im Büro, weil ich einfach meinen Pflichten als Chefredakteur nachkommen will. Und ich mache jetzt eine kurze Verkaufsshow mit Ihnen. Ich darf Ihnen unsere aktuelle Ausgabe präsentieren. Alarmstufe geil, ein neuer Supererreger wurde gefunden, Titanic mit einer Sensationsmeldung aus der Wissenschaft. Er heißt Habeck-19 und wir haben Angst vor Lusttröpfcheninfektion. Das ist die aktuelle April-Ausgabe von Titanic, die Sie unbedingt kaufen müssen. Am Kiosk, wenn es geht, wenn es Ihnen möglich ist, nur bitte alleine rausgehen, Maske aufsetzen und den richtigen Abstand wahren. Sie können das aber auch digital in unseren Shops kaufen, zum Beispiel in unserer App, wo Sie zurzeit diese Ausgabe, die Vorgängerausgabe aus dem März, geschenkt kriegen, wo unter anderem eine Corona-Modestrecke drin ist. Jetzt aber zum aktuellen Heft. Alarmstufe geil, das aktuelle Heft ist super geworden. Sie müssen es kaufen. Darin ist ein großer Fotoroman, 8 Seiten Fotoroman über den Film Die Getriebenen. Das behandelt die Ereignisse im Sommer 2015. Dieser Film wird bald in der ARD, glaube ich, laufen. Es ist ein grottenschlechter Film und der gute Fotoroman über den Film, der ist eben im Titanic. Ich lese Ihnen jetzt noch kurz etwas aus meinem Corona-Tagebuch vor, das eben auch in dieser Ausgabe zu finden ist. Und am 16. März notiere ich dies. Jetzt also doch. Beim monatlichen Routineanruf in der Redaktion lässt die Kanzlerin ganz nebenbei fallen, dass sie auch uns keine Ausnahme gestatten könne. Homeoffice-Pflicht für Satiriker. Angela sagt es bestimmt und mit Nachdruck. Ich schicke also sofort alle Kolleginnen nach Hause. Nachdem ich mich noch an den Kühlschränken der anderen bedient habe, sperre ich als Letzter unser Büro ab. Wann ich es wohl wiedersehen werde, große Sorge. Eine kleine Lüge, denn ich bin ja hier geblieben. Ich wohne jetzt hier im Büro. Und am 24. März, am Dienstag, hatte es mich dann schlimm erwischt. Ich lese das mal kurz vor. Ich habe 41 Grad Fieber und huste heftig. Per Rundmail gebe ich der Redaktion Anweisungen, wie es nach der Ära Hürtgen weitergehen muss. Bergauf, weil sonst macht der Laden dicht, Freunde, stand da. Die letzten Jahre habe ich alle angelogen, von einer Explosion der Abonnentenzahlen fantasiert, Bilanzen frisiert und so weiter. Sie merken also, mit Titanic, Titanic ist noch kranker als der Kontinent. Wir sind noch infizierter. Sie müssen uns unterstützen durch Ihren Kauf. Sie müssen Titanic kaufen. Dieses Heft, das Heft ist nicht infektiös. Wir haben zwar in den Druckerpatronen unseres Druckhauses das Virus nachgewiesen, haben dann aber Sättigung rausgenommen. Das heißt, nur auf den ganz bunten Seiten kann man sich anstecken. Deswegen sollte man das Heft beim Lesen auch ab und zu desinfizieren. Wir wissen, ich kenne die Einwände, die jetzt wieder kommen. Lachen ist ansteckend. Das stimmt, aber wie gesagt, wenn man die nötigen Schutzvorkehrungen trifft, kann man auch Titanic gedruckt in diesen Zeiten sicher konsumieren. Kaufen Sie das Heft also bitte am Kiosk oder in unseren Online-Shops. Und ich wünsche Ihnen jetzt eine weitere gute Zeit zu Hause und mit Ihren Lieben. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Heft von Titanic, vielleicht ja schon wieder in Freiheit.